Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Runde hier in Nax Ramas. Wir kümmern uns um den Boss Nummer 3. Der gute Clut lädt uns jetzt nämlich ein, hier ein bisschen Damage zu machen. Und ja, Clut, wer ist es? Clut frisst unsere überschüssigen Zombies. Ihr würdet eigentlich auch einen guten, überschüssigen Zombie abgeben. Das denke ich nicht, aber ich stehe trotzdem auf Resident Evil und deswegen haben wir hier für den guten Clut ein spezielles Clut-Deck zusammengebastelt. Es ist ein Paladin-Deck, mit Möglichkeiten, wie wir zum einen seine Gegner möglichst schön weghauen können. Und zum anderen dann natürlich unsere eigene Diener mit lauter Einser aufgebaut haben. Zusätzlich habe ich noch zweimal den Schlamm eingebaut, damit wir halt eben seine Fressattacken ein bisschen abblocken können. So, die nehmen wir weg. In der Hoffnung, dass ich den Schlamm... Ja, Schlamm kommt. Dann haben wir damit schon mal die erste Antwort auf ihn. Und ja... Die erste Runde, wir können eigentlich gleich den Gottesschild spielen. In der Regel geht er jetzt mit beiden Gegnern auf mich drauf, außer er hat seine Fressattacken. Ja, da kommt einmal Schaden, da kommt einmal Schaden. Ist okay. Beide sind ein bisschen weniger stark. Und vor allem wir konnten uns halt eben schonen, sind immer noch auf 30 Leben. Und es kommt bei dem Kampf wirklich auf jeden Lebenspunkt ein bisschen an. Ihr werdet das nachher jetzt dann sicherlich merken, wenn wir hier im Spiel sind. Er ist gemein und spielt den Vierer. Und den sollten wir natürlich irgendwie wegbekommen können. Sie kann es zweimal aushalten, allerdings wenn ich einen dann mit weghaue, bringt es mir nichts. Wenn ich... Ja, ich kann eigentlich nichts schön machen da drauf. Ich könnte höchstens hier noch, aber das wäre auch verschwendete Liebesmühe. Ne, deswegen lasse ich einfach mal ihn stehen, in der Hoffnung, dass er mir jetzt hier keine 7 Schaden reinhaut. Und er haut mir 4 Schaden rein. Ah, da kommt ein Heilzombie, die sind immer gut. Zack, und er geht mir natürlich voll drauf. So, einmal Ansturm. Kommt mit rüber mit dem Blaukiem. Der ist natürlich praktisch, wenn ich hier ihn drauf haue, kann ich hier 2 Schaden machen. Damit wird auch der eine Zombie zerstört. Er hat auch noch nicht seine Fressattacke. Das heißt, wir können ohne schlechtes Gewissen hier das Ganze ein bisschen aufräumen, das Deck. Und bei ihm liegen 6 Schaden. Allerdings, wir haben uns ja gerade um 5 geheilt. Somit sind die 6 Schaden schon. Jetzt kommt seine Fressattacke. Oder seine Spezialfähigkeit. Und er zieht uns 9 rein. Wirklich. Aua. So, ab sofort wird es folgendermaßen sein. Jedes Mal, wenn wir einen von seinen Dienern zerstören, wird seine Waffe oder sein Maul halt eben um 2 hochgebufft. Deswegen spiele ich einmal den Schlamm, damit der hier keinen Unfug mehr macht. Und kann jetzt ohne Probleme wieder ihn wegnehmen. Deswegen, damit wir diese 4 Schaden einfach ein bisschen vermeiden können, gehe ich auf ihn. Den 2er Zombie können wir noch drin lassen. So, er setzt unseren Schlamm runter. Und da kommt noch schon der nächste blöde Gegner. Wir sind bereits auf 11 runtergefallen. Haben eine Weihe bekommen. Aber können ihn jetzt auch schön auf die... Ja, wir buffen ihn auf die 6. Wir hätten auch das über eine Weihe lösen können. Aber ich denke gerade über die Möglichkeit, wir lassen den Heiler noch ein bisschen dran. Dann haben wir da am meisten... Ja. Ich denke, so kann man es schön spielen. Ja, die Argentum. Er spielt den gleichen Quatsch nochmal. Aber wir haben ja noch unten auch noch unsere Waffe und eine Gleichheit liegen. Damit können wir es jetzt auf 2 Varianten lösen. Entweder wir spielen die Gleichheit und lösen es mit beiden drauf. Oder wir spielen die Waffe, gehen mit beiden drauf und mit dem einen auf die andere. Also in jedem Fall können wir schön
hier das Ganze machen. Die Gleichheit behalte ich mir noch. Ich weiß ja nicht, was in der nächsten Runde kommt. Und die kleinen Argentumskommandanten, die kriegen wir ja trotzdem gleich wieder. Mit der anderen Variante hätte ich zwar ihr Schild behalten, aber hätte halt die Karte Gleichheit wirklich geopfert. Und die kann manchmal doch sehr entscheidend sein, weil er hat halt oben noch seine 5 Karten. So, hier der nächste Schwachsinn. Gut. Wenn ich einen von beiden auflöse, gehen eh beide drauf. Das heißt, ich kann einen buffen, beide weg. Ich kann es über eine Weihe spielen. Oder ich buff ihn hier einfach hoch. Gehe auf ihn drauf. Er macht 2 Schaden. Ja, das war blöd von mir. Ich hätte beide wegmachen können, indem ich nur den einen Schaden drauf und mit dem anderen hätte angreifen. Ja. Ach, war blöd. Oder ich hätte es über ein Equality. Ja, es wären mehrere Varianten gegangen. War blöd. Den kriege ich jetzt leider natürlich nicht mehr weg. Aber ich denke, wir schaffen das schon. Wir haben noch 10 Leben. Er hat 41. Und er spielt den nächsten Tank. Und haut sich auch noch einen 6er drauf. Damit gehen wir natürlich jetzt gnadenlos auf die runter. Okay. Wir gehen auf ihn. Damit macht er einen Schaden. Haben hier noch die Waffe. Das würde uns zwar töten, aber wir haben ja noch die 2 Heilung drin. So, und jetzt wieder Daumen drücken. Hoffentlich kommt kein Fressen oder sowas, sonst haben wir ein Problem. Ich könnte ihn auch noch weghauen jetzt mit einer Weihe. Oder, ja, wir geben ihm mal ein paar Möglichkeiten, dass er einfach auf die anderen geht. Aber sollten jetzt natürlich aufpassen, dass wir nichts. Okay, mit Equality kann ich abräumen. Na, dann würde ich sagen, machen wir das doch. Wenn ich jetzt eine Equality spiele oder eine Weihe spiele, nehme mit einer Equality, habe ich das gesamte Feld frei. Einmal weg. Und die einzige, die natürlich bleibt, ist unsere Fanatikerin. Und wir können uns gleich nochmal um 6 heilen und einen zusätzlichen Rekruten und sind damit schon wieder auf der 12 oben. Und er hat nur noch eine Karte. Und in dem Moment, wo er kaum mehr Karten hat, wird das ganze Spiel eigentlich sowas von, ja, einfacher. Weil er halt eben nur noch von Zug zu Zug handelt. So, er geht uns ins Gesicht. Wir bekommen allerdings da unten schon eine 5er Heilung geschenkt. Und spielen die über unseren Freund Blaukime in Verbindung mit unserem kleinen 1-1er und schicken ihm 3 Schaden aus sein Schild. So, nächste Runde, was kommt jetzt? Ein Nekro-Ritter. Ist natürlich praktischer, wenn drumherum irgendwas liegt. Und so wie es aussieht. Ja, wir haben zu wenig. Wir können da 4 und eine Weihe opfern. Und ich glaube, das mache ich auch. Die 5 Schaden können wir nämlich, glaube ich, nicht vertragen. Und opfere hier alles ein bisschen, um ihn hier ein bisschen frei zu kriegen. So, nächste Karte, die er zieht. Ah, sehr schöne Heilung. Die macht außerdem nur 2 Schaden. Da bekommen wir auch schon unseren Waffenausgleich, falls er wieder seine zweite Waffe jetzt gleich zieht. Aber ignorieren den Zombie, wie gesagt, 2 Schaden bei 13, das können wir gerade noch so verkraften. Wenn er jetzt nicht seinen plus 6 Schaden macht, dann ist das eh praktisch, weil wir ihn direkt abräumen können. Wir können auch jetzt einmal Schaden drauf machen und dann eine Weihe spielen, dann wären auch alle weg. Oder ein Equality. Dann hätten wir auch abgeräumt mit ihm. In den Kampf.
Und wir clearen am besten über eine Weihe. Bekommen ja hier eh nochmal 5 Schaden. 5 Heilung meine ich natürlich. Und spielen einen zusätzlichen. So, es steht 16 zu 34. Da kommt schon die nächste Heilung. Wir bekommen auch nochmal eine 6er Heilung für uns. Sehr schön. Und gehen mit dem einen Schaden ins Gesicht. 22 zu 33. Es wird langsam immer besser. Und er bekommt die Reißzähne. Das heißt, seine Waffe können wir ihm jetzt gleich natürlich schön klauen. Über unseren schönen Schlamm. Damit ist seine Waffe weg. Und wir gehen direkt ihm ins Gesicht. Klar, ich hätte jetzt auch schon unten den Reiter spielen können. Aber ich denke, in der Variante ist es jetzt, glaube ich, ein bisschen besser. So. Einen zusätzlichen drauf. Den einer für die Heilung benutzen. Die drei hier ins Gesicht. Und spielen wir noch den Anstürmer. Ja. Den können wir entweder für eine Heilung benutzen oder wir gehen auf den Diener. Aber dadurch, dass wir jetzt schon auf 24 sind, können wir den noch ein bisschen lassen. Er haut sich einen Biss drauf, geht Gott sei Dank auf unseren Kleinen. Und er holt sich dafür die 3 Schaden hier ab. So. Mein Schlamm, sollen wir den... Gut, ich muss einen Rekrut spielen, noch einen extra. Aber die 3 Schaden geben wir ihm nach oben. Und ja, sollen wir 9 Karten jeweils... Ist eine schwierige Frage. Man hätte spielen können, aber wenn er nur den kleinen Rekruten halt eben umbringt, dann wäre es ziemlich blöd gewesen. Aber solange er immer auf den rechten geht, ist es eigentlich, ja, kann man es so eigentlich schön lassen. So, wenn ich die Erlösung mache oder ich kann alle auf 1 setzen, dann kriege ich ihn auch weg. Ja, über Equality kriegen wir den ersten weg. Damit hat er nur noch 1-2. Und wir haben ja hier noch zusätzlich unseren kleinen Freund und spielen noch eine zweite Karte und geben ihm einfach mal so ein Schild noch drauf. In der Hoffnung, dass dieses überleben wird. Wenn er es jetzt natürlich klug spielt, dann kann er uns ziemlich ärgern. Aber hier bekommen wir schon einen Abräumer. Allerdings wird das für uns alles abräumen. Das ist natürlich blöd. Ja, mit dem Pyromanten hätten wir alles clearen können. Aber wir nehmen ihn schon mal weg. Und wenn der Pyromant überlebt, haben wir nächste Runde eine Möglichkeit, wie wir den 4-4er wegbekommen können. Er spielt sich einen instabilen Ghoul. Und geht auf unser Geheimnis. Dadurch kriegt er schon mal die 2 Schaden. Zack. Jetzt können wir hier wieder clearen. Wenn wir den 2er Schaden drauf machen, gibt es 2 Schaden auf alle. Deswegen machen wir hier ihn auf 1 setzen, hier abclearen. Und es gibt eine komplette Kettenreaktion. Und wir schauen wieder, dass wir ein paar Diener auf dem Feld haben. So, er darf wieder ziehen. Und spielt sich einen spektralen Ritter. Er hat noch 22 Leben, wir 26. Ich kann meine hier ein bisschen buffen, krieg ihn allerdings dadurch nicht weg. Das heißt, in dieser Runde haben wir keine Chance, ihn ein bisschen abzumachen. Deswegen mache ich einfach mal nichts und hoffe, dass er probiert, ein bisschen die Diener zum Schwächen. Er spielt sich noch einen... Oh, Schwert. Okay.
Er geht Gott sei Dank drauf. Jetzt haben wir eine Möglichkeit. Wir haben unser schönes Schwert. Allerdings müssen wir aufpassen, der Linke klaut uns natürlich das Schwert, wenn er stirbt. Deswegen sollte er, wenn möglich, Willkommen nicht sterben oder erst dann, wenn unser Schwert weg ist. für die Gerechtigkeit. Wir gehen zwei drauf, kassieren dafür zwei Schaden und können ihn entfernen und haben dadurch die ersten vier Schaden gebannt. Den lassen wir ins Gesicht gehen. In der nächsten Runde können wir über Schwert und unten unseren plus 2. Oh nein. Er kriegt die Waffe. Und nutzt das natürlich gnadenlos aus. Hier uns total rein zum Laufen. Das Heldenopfer bringt auch nicht viel. Das wird natürlich auf das Skelett gehen, wenn ich das jetzt spiele. Das heißt, ich muss meine Waffe so schnell wie möglich ihren Schaden machen lassen, damit sie irgendwas gebracht hat. Für die Und setze sie Gerechtigkeit. deswegen direkt ins Gesicht. Dadurch kriege ich eine Zweierheilung, er kriegt einen Vierer Schaden. Und wir spielen den Ich einer kämpfe. Schaden auch noch direkt ins Gesicht. Jetzt müssen wir einfach. Wir haben nur noch wenige Karten. Und es wird blöd. Also die sieben Schaden. Na? Okay. Der verschwindet leider, dadurch geht er hoch auf 5. Aber solange er auf unsere Diener geht, ist es eigentlich sehr, sehr gut. Damit haben wir unsere Ruhe. Okay, wir können ihn hochsetzen oder sie hochsetzen lassen. Wir können alles draufspielen Zum Dienst. und ihm damit Auf nochmal die ein bisschen extra Schaden Schlachtfeld. machen. Nicht mit So, mir. das Schild nochmal extra, dass er sie nicht töten kann. Ich Und kämpfe. dann direkt ins Gesicht. Und dann sehen wir eigentlich anhand der Erlösung oder ob wir die Erlösung einsetzen oder nicht. Je nachdem, wo er jetzt drauf geht. Geht er uns ins Gesicht oder... Okay. Er geht auf unsere Fast keine Diener. Karten mehr. Und wir haben beide noch drei Karten. Ich kann nochmal die drei Schaden machen. Allerdings fliegt dann alles um die Ohren. Deswegen spiele ich eine Erlösung. Spiel die beiden, wo eh sterben würden. Nehmen das Schild runter. Jetzt hat er natürlich 7 Schaden. Und wir müssen hoffen, dass Auf wir für die das Ganze überleben Schlachtfeld. werden. Wenn er jetzt keine Willkommen guten zum Karten mehr Dienst. hat, Ich kämpfe. dann sollte das eigentlich noch irgendwie gehen. Komm, wir brauchen noch 4 Schaden. Wir haben 4 Schaden auf dem Board. Jetzt kein Tank oder sowas. Okay. Er kommt zurück. Auf für die Schlachtfeld. Dankeschön. Er hat noch mir. 2 Schaden. Wir Dienst. haben gewonnen. Ich habe keine Karten mehr. Ja, macht nichts. Ich brauche auch Das keine kann ich mehr. nicht tun. Weil wir haben das Ganze gewonnen. Hier ist ein Willkommen. Schaden. Hier können wir auch noch einen zusätzlichen Willkommen zum Gegner. Dienst. Und hier kommen 2 Schaden für dich. Und damit ist der Kampf gewonnen gegen Blut. Ja, sie. Wird jetzt alle meine überschüssigen Zombies fressen. Ja, das darfst du wahrscheinlich jetzt selber machen, lieber Kel'Thuzad. Ihr seht also, mit einem einfachen 17er Paladin kann man das auch schon recht schön schaffen. Und das Deck ist so aufgebaut, dass man es eigentlich so dritter oder vierter Versuch eigentlich schaffen kann. Ja, das war die Runde. Jetzt fällt uns eigentlich nur noch ein Boss, und zwar der gute Thaddeus. Und den erledigen wir jetzt gleich in der nächsten Runde. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann gleich in der nächsten Runde und vergesst nicht, ein Like zum geben. Bis dann! Hearthstone, Heroes of Warcraft. Thank you.
Der Fluch von Naxxramas. Ein Hearthstone-Abenteuer.